Aloha, Servus und Moin Moin, ihr Lieben. Ich bin's, Younes, euer EWE Smartgeber. Ihr wollt wissen, wie ihr E-Mails auf eurem iPhone einrichtet? Gar kein Problem. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Es gibt zwei Möglichkeiten, eure E-Mails einzurichten. Wenn ihr zum allerersten Mal die E-Mails einrichtet, dann tippt auf die App Mail. Öffnet diese, da habt ihr dann anschließend eine Liste der großen Anbieter. Wenn ihr bei einem der Anbieter seid, tippt auf den. In meinem Fall ist es Google. Anschließend tippt ihr auf Fortfahren. Ja, und das kennt ihr auch schon, wenn ihr euch in eurem Account anmeldet. Und da gebt ihr dann eure E-Mail-Adresse ein. So, dann tippt ihr auf Weiter. Anschließend natürlich euer Passwort. Wie gesagt, so wie ihr es schon kennt, da nochmal auf Weiter tippen. So, zack, schon seid ihr angemeldet und dann könnt ihr natürlich anschließend auch noch in euren Postfächern, Ordnern alles individuell konfigurieren, wie ihr es haben möchtet und wie ihr es kennt. Wie ihr einen zweiten E-Mail-Account anlegt, das zeige ich euch jetzt. Geht als nächstes in eure Einstellungen, scrollt ein bisschen runter, bis ihr zu dem Punkt Mail kommt, tippt dort drauf, dann tippt ihr auf Accounts und auf Account hinzufügen. So, diese Liste kennt ihr schon von den großen Anbietern. Ich will jetzt aber mal ganz gerne einen Anbieter wählen, der nicht in dieser Liste steht. Deswegen tippe ich auf Andere, Mail-Account hinzufügen. So, und jetzt benennt man das Ganze. Ich mache das jetzt mal für meinen lieben Kollegen Jan. Deswegen gebe ich das Smartgeber Jan ein. Die E-Mail-Adresse. So, da muss man auch genau natürlich aufpassen, dass da alles stimmt. So, zack, dann das Passwort. So, das soll ja 10 Zeichen mindestens haben. So, habe ich jetzt auch eingegeben. Und Beschreibung, dann nenne ich das Ganze einfach ganz entspannt Jan, dann weiß ich Bescheid. Oben rechts auf Weiter tippen. So, als nächstes seid ihr in der oder auf der Seite, wo es darum geht, dass ihr auch die richtigen Einstellungen trefft. Also die Serverinformationen für eintreffende E-Mails, aber auch für abgehende E-Mails müssen natürlich korrekt sein, weil sonst funktioniert das Postfach nicht. Und da braucht ihr sowas wie Hostnamen oder den Benutzernamen. Das habe ich auch nicht alles im Kopf. Deswegen empfehle ich euch, schaut mal bei eurem Anbieter oder Provider auf der Homepage nach oder googelt, was ihr da eingeben müsst. Ja, und das mache ich jetzt natürlich auch erstmal. So, jetzt habe ich alles eingetragen. Kontrolliere nochmal alles, dass da auch keine Fehler drin sind. So, und dann tippe ich oben rechts auf Weiter. Dann wird das Ganze überprüft. Wenn dann rechts die ganzen blauen Haken sind, wie ihr es gerade gesehen habt, dann ist der Account hinzugefügt. So, um das zu checken, geht ihr in eure Mail-App. Und da seht ihr auch schon, neuer Account ist dabei, nämlich jetzt der von Jan, den ich gerade eingerichtet habe. Und da habt ihr jetzt auch genauso die Möglichkeit wie vorher, als ich euch das erklärt habe, die Ordner etc. zu konfigurieren. So, jetzt wisst ihr, wie E-Mails einrichten funktioniert. Natürlich bieten die großen Anbieter auch ihre eigenen Mail-Apps an. Ich persönlich finde es aber einfach übersichtlicher und einfacher, wenn alle Accounts in einer App schön übersichtlich geordnet sind. Wenn ihr Probleme habt oder Hilfe braucht, schreibt uns gerne ins Kommentarfeld. Ansonsten bleibt gesund. Bis bald, euer Younes.